Hallo alle miteinander und herzlich willkommen bei Game Nummer 3 Dotalan Winter in Volkmarsen bei Kassel 2015, 2. Januar bis 5. Januar, 2100 Euro Preisgeld. You bitches! Schön, dass ihr alle am Start seid. René und ich sind heiß auf das dritte Game. Oh Hans yeah. Please aka Wanderer füttert gegen ESV Geislingen. Das klingt zwar eher wie so ein Sonntagsfußball-Liga-Verein. Mit alter Herrenmannschaft. Ich hoffe, sie spielen genauso Dota, wie sie Fußball spielen. Ich habe keine Ahnung, was geschehen wird. Eigentlich wollten wir ein anderes Game casten, aber die sind ein bisschen hinterher, weil sie technische Probleme hatten. Deswegen schieben wir das Game ein und wenn wir dann noch richtig Bock haben, dann vielleicht noch ein anderes. Je nachdem. Morgen geht es auf jeden Fall mit 15 Uhr mit den Upper und Lower Brackets weiter. Das kann ich jetzt schon mal sagen für alle die, die ins Bett müssen, weil sie ins Bett müssen. Ins Bett müssen. Langweiler. Ist klar, oder? Kennt man. Der Draft geht los. ESV Geislingen hat den ersten Bann rausgehauen. Und zwar ist es der Doom. Und Hans bann einen Slark. Angst vorm Slark, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wer ESV Geislingen ist. Ich also weiß es auch nicht. Also sie haben Teamtags. Ja, Profi. Genau. Und bei Hans Please aka Wanderer füttert spielt Skryzen den Stand-In für Gordon. Glaube ich. Glaube für Gordon. Ja. Weil der Probleme mit Steam hatte, da werden seine Steam-Games nicht erkannt. Und damit wir ein bisschen vorankommen, haben wir das jetzt einfach mal so festgelegt, dass Skryzer Stand-In spielen darf und er ist auch in keinem anderen Team. Deswegen ist das auch alles regelkonform. Und ja, ich weiß nicht genau, wie das Niveau sein wird. Ich weiß, dass Hans Pies auf jeden Fall eher ein Sympathie- als ein Qualitätsdeck ist. Ja. Würdest du das so unterschreiben? Würde ich so unterschreiben, ja. Ja, schon und dann Vengeful First Pick. Gekontert von einem Nature's Prophet. Ja, also keine Ahnung, seit wann man Vengeful Spirit first pickt. Seit wann man Nature's Prophet first pickt, aber anscheinend hat Hans Priester eine ganz besondere Taktik am Start. Ja, Hans hat sich da bestimmt was Gutes ausgedacht. Genau, ich suche eigentlich noch, Dan, falls du es findest, das Overlay mit dem Draft. Und der Webcam gleichzeitig drin. Ah, genau. Da gibt es irgendwo eine Szene. Wir probieren es einfach aus. Wir werfen einen Blick. Ja, so ungefähr. Das ist, Alter, das ist doch voll pornös, oder? Richtig schön. So, Spirit Damn. Breaker, da bin das ist richtig nice. Reingefahren. Oh mein Gott, ich glaube, dieses Game könnte unter 20 Minuten zu Ende sein. Das ist ein Gank Game. Ein Gank Game. Global Strat. Also, cool, ne? Ist auf jeden Fall richtig über nice. Mal sehen, was da kommen wird. Ich denke, ESV Geislingen wird relativ serious spielen und überlegen, ob man sowas countern kann und wie man es countern kann. Ja, was fallen dir so spontan für gute Barakonter ein? Alles, was nicht sofort umgehauen wird und alles, was Charge unterbrechen kann, bevor der Charge sozusagen durch ist, würde ich sagen. Ja. Also, eine Vengeful Spirit an sich ist schon mal ganz gut, weil sie Magic Missile casten kann, während er sozusagen angecharged kommt. Alles, was ein Tanky Support ist, ein Ogre Magi zum Beispiel, fände ich auch ziemlich gut. Der wird wahrscheinlich mit seiner riesigen Cast-Animation den Stun nicht rausbekommen, aber er ist halt einfach so tanky, dass ihn ein Spirit Breaker auf den niedrigen Level nicht goen kann. Also das wäre auf jeden Fall noch eine Option. Ja, könnte dazu spannenden Hit-Duellen kommen. Ja, ich denke auch. Unerbittlich. Unerbittlich. Willst du dein Mikrofon noch ein bisschen näher an deinen Mund machen, glaube ich? Das wäre so tight. Ja. Yeah. So richtig tight? Ja. Yeah. Übertrieben. Dann höre ich dich, glaube ich, auch ein bisschen besser. Sehr gut. Ja, ich höre mich selber auch besser. Oh, Tidehunter. Tidehunter? Auch? Vielleicht kontern sie den Charge mit einer Ravage. Auch das wäre möglich. Jetzt haben sie die Möglichkeit dazu. Jetzt ist es im Bereich des Machbaren. Aber auch ein Tidehunter wird dann mit einem Spirit Breaker halt nicht so unglaublich schnell umgefahren. Kommt dann auch immer drauf an, wie man den Spirit Breaker lanet. Ob man ihn dann wirklich auf Roaming spielt. Dazu muss er es wirklich können. Und da muss auch einiges gut laufen, damit das so funktioniert. Oder ob sie halt, keine Ahnung, ihn farmen lassen oder ihn auf die Offlane schicken, um nur Level zu sammeln und dann quasi mit einem schnell gelevelten Charge die Outtakes und die Ganks in der Mitte zum Beispiel zu finden. Ja. Ich denke, das sind, glaube ich, die beiden Varianten, die ihnen zur Verfügung stehen. Also je nachdem, wie stark das Laning vom ESV Geislingen ist, könnten sie das halt so machen, den Spirit Breaker quasi nur für XP, ähnlich zum Beispiel einem Zentauren, der ja auch manchmal in manchen Lane-Situationen einfach nur da ist, um nicht zu sterben und Level zu sammeln. Das wäre eine Möglichkeit, den so hinzustellen. Aber ich denke, das wird sich dann im weiteren Spielverlauf noch
zeigen. Ja, hat auf jeden Fall schon auf Level 1 sehr viele effektive HP durch hohe Armor und viel, ja, HP an sich, Raw HP. Kann auf jeden Fall, ja, kann sich einige Hit-Duelle mit einigen Supportern gönnen. Vengeful Spirit ist zum Beispiel, denke ich, relativ schwacher Support. Also wenn der Barer auf die Offlane geht, dann bräuchten sie da schon noch einen weiteren designierten Support, der sich um den Barer kümmert. Ja. Okay, schauen wir mal. Also da kommt der, das ist übrigens auch noch ein passender Held, der Rasta-Bann. Mit Hex hat quasi keine Animation, könnte also einen Spirit Breaker auch beim Chargen noch disablen und da ganz schnell einen Turnaround finden. Terrorblade-Bann finde ich ein bisschen übertrieben. Oh. Ich weiß nicht, ob er zwangsläufig Bannmaterial ist. Und unsere Global Strat nimmt immer mehr Form an, merkst du das? Ja, das merke ich. ESV Geisling hat diese Global Strat auch gespürt, glaube ich. Sie haben den Silencer und die Spectre gebannt. Ja. Sie haben Angst. Da ist der AA-Counterpick. Den wollen sie ihn nicht lassen. Sehr vernünftig. Und das ist halt nicht nur quasi ein Pick, den sie dem Gegner wegnehmen, sondern dass der auch exzellent ins eigene Lineup passt. Ja, ist auf jeden Fall ein guter aggressiver Support. Ja, zusammen mit der Vengeful Spirit, Aura-Stacking, was wir ja schon oft gesehen haben, ist es halt dann, was weiß ich, sie können da quasi beliebig noch irgendwas dazustellen, was miesen Damage raushaut. Ja, sehr starker Midgame-Fight auf jeden Fall mit diesen drei Helden. Ja. Mal sehen, was da noch so passiert. Ja. Ogre Magi. Da ist der Ogre. Der ist nicht ganz so global, aber er kann auf jeden Fall multicasten. Er kann, ja. Ja, Juggernaut muss ja nicht global sein, ist es, ja, ne? Ganz klar. Multicast. Juggernaut gefällt mir ganz gut. Ich bin ganz gespannt, wie sie es spielen, ob sie den Zeus. Ich weiß nicht. Was für Optionen haben sie denn? Sie könnten Zeus Farming spielen, sie könnten Zeus in der Mitte spielen. Sie können Spirit Breaker Offlane spielen, sie können Spirit Breaker Farming spielen, sie können Nature's Prophet Offlane spielen, Nature's Prophet Mitte spielen. Nature's Prophet im Wald. Auch wenn man das nicht mehr so häufig sieht. Vor allem nicht in Matches, in denen es mehr als um minus 20 MMR geht. Aber, ich weiß nicht, man muss halt auch sagen, gegen Teams mit einem etwas niedrigen Skill können halt auch unkonventionelle Taktiken, die von einem besseren Team schnell vorhergesehen werden und dann auch dementsprechend im Spielstil und im Draft gecountert werden, solche Strategien unentdeckt bleiben. Ja. Dann kann man halt mit so einem Überraschungsmoment. Vor allem, also das Lineup von Bitterhans ist sehr undurchsichtig. Also das Landing ist jetzt nicht ganz klar ersichtlich. Wobei ESV Geisling einfach eine solide Bank an Helden hat, die, denke ich mal, mit jeder Lane-Situation, die ihn jetzt gegenüberstellen könnte, gut umgehen kann. Sowohl aggressives als auch defensives Potenzial. Ja. Gefällt mir ganz gut. Aber ich denke, ja, mal sehen. Also sie könnten zum Beispiel aggressiv gehen mit Juggernaut Ancient und Vengeful Spirit, den Tidehunter auf die Offlane schicken, hoffen, dass der Spirit Breaker da ist. Weil Tidehunter wird sowohl mit Spirit Breaker als auch Nature's Prophet Offlane sehr gut klarkommen. Ja. Mit Anchor Smash kann er den Spirit Breaker definitiv gegen Spirit Breaker lasteten, ihn harassen, ihn auch ein bisschen seinen Attack Damage nehmen. Nature's Prophet Treants werden damit auch ganz gut rausgenommen. Ja, so ein Solo Safeline Tidehunter ist eigentlich eine sehr gute Option hier in diesem Match, denke ich. Ja. Also, ja. Ich habe seltsamerweise keine Dota TV Sounds. Ich glaube, ich habe keine Dota TV Sounds, aber vielleicht kommt es auch. Genau. Okay, dann haben wir jetzt auch auf dem Stream Dota TV Sounds. Zumindest bald. Platz 1 der deutschen Dota Streams bekomme ich gerade von der Regie rein. Das gefällt mir. Aha. Mir fragt jemand, was ich für ein MMR habe. Also ich habe ein Solo MMR von 3,8 und ein Team MMR von 4 und René ist OP. Ich bin übertrieben OP. Fährst 10K du? MMR. Das ist 5K Solo, oder? Nein, ich spiele kein Solo. Okay. Das ist eine gute Entscheidung. Das ist eine sehr gute Entscheidung, ja. Ja. Nee, also wir sind. Aber man darf auch MMR nicht zwangsläufig mit Spielverständnis verstehen. Zum Beispiel einer. Ist überbewertet. Einer der Spieler bei Bitte Hans, Oliver Twist, ich weiß nicht, wer genau, unter welchem Teamtag er sich verbirgt. Versteht zum Beispiel unglaublich viel vom Spiel, ist aber unglaublich faul und zieht sich die Mechanics nicht richtig drauf. Und dann versteht er zwar, was passiert und was man machen sollte, aber wenn man nicht in der Lage ist, es umzusetzen. Bei Dota kommt halt extrem viel zusammen, was den guten, den individuellen Spieler ausmacht. Und da kommt der Klings, Alter. Das erinnert mich so ein bisschen an,
an das Sado-Game. Mit dem klingst der dann. Ja, es bahnt sich schon an. Ja, ich fürchte, bitte, Hans hat hier. Also, wir werden es sehen, aber ich glaube, sie haben hier relativ schwache Lanes. Also, ich weiß es nicht. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Ich will auch mal sehen, wie ESV Geislingen jetzt den Abaddon noch mit einbringt. Weil das muss dann ein Juggernaut Mitte sein, ein Abaddon, ein Farming Abaddon und ein Tidehunter Offlane. Könnte auch ein AA Mitte sein. Das stimmt. Ist auch. Ja, schon viable, denke ich. Kann man machen. Aber ich finde es, also ich weiß nicht, mir gefällt der Abaddon-Pick nicht sonderlich, um ehrlich zu sein. Ja, sie können auch den Tidehunter zum Beispiel, wenn der Zeus jetzt Mitte steht, den Tidehunter dagegen stellen. So hat auf jeden Fall solide Tools gegen den Push von Zeus. Ja. Mit Anchor Smash. Kann gut farmen. Alright, dann sind wir im Game. Game Nummer 3 heute Abend. Vielleicht das letzte Game, vielleicht nicht. Je nachdem, wie viel Bock wir haben, wie viel Bock ihr noch habt. Werden auf jeden Fall morgen wieder für euch da sein. Das können wir euch schon mal versprechen. Ja. Und es wird fette Action geben. Dota geht nicht. Dota geht nicht. Ist kaputt. Ja, das kann halt sein. Das wäre zum Beispiel ein guter Moment, um nochmal ein anderes Overlay einzubringen, wenn Pause ist. Yeah. Na gut, ein Versuch war es wert. Ah, zum Beispiel sowas. Da können wir euch nämlich nochmal... Nee, das ist cool. Da können wir euch ganz persönlich greeten. Aber wir machen jetzt eigentlich ein Remake. Oder sind einfach mal gerade alle vom Gegner gedroppt. Mal gucken, was die da machen. Erstmal anpausen. Ups. War wohl ein Missklick. Aber sie sind anscheinend alle wieder da. Ja, nein, das wird schon irgendwie laufen. Also wir haben... ein bisschen Probleme mit dem Steam. Sowohl mit den Servern, die halt nicht ganz so guten Ping geben. Und andererseits halt auch mit der Unity Media. Übrigens, der Klinks waren random. Okay. Gut, dass wir das auch noch mitbekommen haben. DDoS. Eindeutig. Respekt, Buns. Okay. Also zumindest von Hans Priest sind wieder alle da. Die Frage ist, ob jetzt noch von dem ESV Geislingen der Rest joint. Ja, was ist da los? Wolli ist wanderfüttert. Das habe ich mir gedacht. An dieser Stelle ist, glaube ich, Zeit für einen Shoutout an dotasource.de, oder? Ein riesiger Shoutout an alle Leute von dotasource.de, der besten Community der Welt. Der allerbesten. Von der eine riesige Menge auch bei der LAN anwesend ist und ordentlich Lärm macht und auch eine andere Menge zu Hause leider zu Hause bleiben muss und immer in den Stream hat. Auch an euch geht ein Shoutout, ihr seid cool. Damn. Ich möchte hier einen Medizinstudenten zitieren: Dotasource ist wie eine behinderte Familie oder so. Ja. Aber das ist okay. Dotasource ist wie eine Familie, aber eine extrem behinderte. Ja, ist wahrscheinlich so Story of Dotasource Live. Nee, da auf jeden Fall ein Shoutout. Weiß ich, was kann man denn noch so Shoutouts geben? Wer sponsert denn uns eigentlich alles? Steel Series, Razer, Need for Seed, Red Bull unterstützt uns. Mhm. Unity Media? Unity, ja, mehr oder weniger. Die unterstützen uns, die sponsern uns auch. Auch wenn irgendwie... Naja, aber die werden schon irgendwie. Naja. Die werden schon irgendwann reconnecten. Wir sponserten uns nochmal. Guck mal, Shirtinator sponsert uns nicht mehr. Die haben uns nämlich keine T-Shirts gegeben. Oh. Die Säcke. Aber Plantronics. Plantronics übrigens schon seit Ewigkeiten dabei. Als. Hier. Als Sponsoren. Offensichtlich. Need for Seed. Need for Seed. Habe ich schon gesagt. Aber kann man nochmal sagen, weil die haben geile Stühle. Ja. Finde ich sehr tight. Deswegen können wir ja auch extrem uns lässig zurücklehnen. Mhm. Während der Pöbel da unten. Auf ihren Holzstühlen sitzen muss. Der Plebs. Nein, alles cool. Alle Leute, die bei der LAN sind cool. Und es scheint weiterzugehen. Dann sind wir gerade fertig mit Beleidigungen und Shoutouts. Ja, perfektes Timing. Wie sehen die Pings aus? Ziemlich räudig. Ja, Standard-Pings. Ja, ich weiß nicht, 133er Ping. Ist nicht so nice. Das stimmt bei den letzten Games gewesen. Sorry, alles.
Wander füttert halt Packet Loss. Woll hat Packet Loss. Darauf kann er auf jeden Fall sein Versagen nicht schieben, wenn es denn dazu kommen sollte. Ja, warte mal ab. Ich glaube, Hans Klies wird rasieren. Ja, ich weiß nicht, 113er Ping ist halt normal. Irgendwie. Ja, gone wäre einfach. Habe ich eigentlich noch ein funktionierendes Taschentuch? Beide nicht zur Hand. Abfahrt. Abfahrt ist der Call. Reinfahrt ist der Call. Okay, wir haben auch wieder das große Overlay. Wir legen los auf Seiten von Hans Please oder Wanderer füttert. Spielt der Wanderer den Ogre Magi. The Hans. Unser verheirateter Sozialpädagoge spielt den Nature's Prophet. Skryzer den Zeus. Pipovic spielt den Spirit Breaker in der Mitte. Und Wanderer Punkt füttert aka Volliver Twist aka Wolfgang. Er spielt den Klings. Randomed. Gerandomed, ja. Sehr männlich auf jeden Fall. Ja, auf Seiten der Dire haben wir. Wie heißen sie? ESV Geislingen oder Geislingen. West Glut auf dem Juggernaut auf der Bottom Lane. Frozen Fitty anscheinend auch gerade auf die Bottom Lane sich zubewegend. ESV Geislingen Robzi spielt einen Ancient Apparition, aber sieht nach einem Support AA aus. Oben haben wir den Tidehunter Philbro. Ebenfalls oben Chuxen auf der Vengeful Spirit, die gerade einen Disconnect hat. Shoutout an Nimuru, richtig, richtig. Shoutout an. Ja, ist die Frage, wollen wir noch ein schnelles Remake machen? Gonna go. Was ist der Olli Kahl der deutschen Fernsehgeschichte? Ja, ich denke, wir sollten einfach goen. Um des Goes willen. Ja, ich glaube, besser wird es nicht. Ja. Na, ich meine, ich habe ihn. 112 Ping, okay. 3% Packet Loss. Darf ich mal reconnecten? Ich habe Quake noch mit Modem gespielt. Was wollt ihr denn von mir? Definitiv oldschool. Eine berechtigte Frage. Ja, na mal sehen, es wird schon irgendwie laufen. Ich habe, glaube ich, noch keine Dota-TV-Sounds. Aber die werden auch sicherlich gleich kommen, wenn Daniel... Doch, ich höre Sounds bei dir. Du hörst Sounds bei mir? Ja. Das ist gut. Hörst du keine Sounds? Ah doch, jetzt höre ich sie. Aber sie sind ganz schön leise. Aber ich weiß nicht. Ihr müsst und doch... Er will nicht erfallen um die Bottom-Rune. Und das war eine... Erst die Bounty-Rune, sie möchte niemand picken jetzt. Wanderer füttert. Wanderer hat Angst. Warum castet er keine Searing Arrows? Aber das muss er auch nicht. Da kommt die Healings ab. Weiß nicht, meiner Meinung nach war es das nicht so wert. Was denn? Ein halbes Level gegen den Healing Surf. Für die aggressive Tri-Lane. Was würdest du sagen? Doch, kann schon Arbeit machen. Wenn ich wohl Level 2. Okay. Ja, man weiß es nicht. Surf ist natürlich auch immer sehr wertvolles Item. Ja, 115 Gold. Glaube ich. Mittlerweile. Ja, aber der, ich denke, Klings wird da auf jeden Fall einen sehr dezenten Harass rausbekommen können. Auf den Juggernaut. Ja, wird hier vom Ogre ein bisschen protected. Auf der Toplane haben wir tatsächlich das, was wir gecallt haben. Also der Tidehunter gegen den Spirit Breaker. Da sollte relativ gut gehen für beide. Sollten erstmal ihre Lasts bekommen und dann sollte der Tidehunter sich so Stück für Stück vorarbeiten. Ja, ich glaube schon, dass der Tide die Lane ziemlich arg dominieren kann. Macht ja aber nicht so großen Use von seinem Anchor Smash. Okay. Pipovic hat auch Charge First geskillt. Ich denke, da wäre ein Bash besser gewesen. Um eventuell harassmäßig mithalten zu können. Und es der Tide tradet hier irgendwie sehr ungünstig Hits. Also sein Anchor Smash könnte schon eine Menge mehr Arbeit machen als gerade. Okay.
Ja, ja. Ah, jetzt holt er langsam auf. Harass-mäßig ist er auf jeden Fall dahinter. In der Mitte haben wir jetzt den Abaddon gegen Zeus. Sehr interessante Kombination, aber der Abaddon scheint es da sehr gut zu schlagen mit 7-3. Ja. Aber auch Skryzer sammelt fleißig Last. Jetzt hat schon Skryzer die Bottle. Hat jetzt seine Bottle. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dass er jetzt diese Lane dominieren wird. Die Bottomlane wird natürlich ein bisschen schwierig, dadurch, dass wir tatsächlich den Nature's Prophet von Hans im Wald haben, der hier auf ein Dual Null Talisman Build geht. Wie ich das richtig sehe. Aber das wird schon werden. Ancient Apparition positioniert sich hier sehr tief im gegnerischen Jungle. Meiner Meinung nach hätte er eine der Wards benutzen können, um eins der Camps zu blocken. Aber das schien nicht die Intention gewesen zu sein und Skeleton Walk random gecastet, aber ist jetzt auf Cooldown. Für 10 Sekunden, weit für weitere 10 Sekunden. Sie haben auch, was auch interessant ist, sie haben auf diese Lane keinerlei Detection mitgenommen. Macht keinen Spaß so. Tja. Ja, Hans beschwert sich. Er spielt den Nature's Prophet im Wald mit 2-0 Talisman und beschwert sich, dass er Lag hat. Sie roamen jetzt hier in Richtung Midlane, werden wahrscheinlich versuchen, den Nature's Prophet im Wald zu finden. Aber der ist gerade back in die Base tippet. Die Haste-Rune könnten sie ruhig mitnehmen, auch wenn sie da Gefahr laufen, von einer Ward entdeckt zu werden. Ist die Frage, ob sie da gerade rechtzeitig aufgepasst haben. Skryzer in der Mitte könnte sehr, sehr schnell First Blood werden. Ja, sind auf jeden Fall blind, was den Radiant Jungle angeht. Boah, und sie diven da ziemlich tief. Das ist zu tief. So tief können sie nicht diven. Das war nicht ganz optimal ausgeführt, dieser Gank. Verlieren da deutlich mehr, als sie gewonnen haben. Der Damage, der da rauskommt, ist nicht zu verachten. Naja, also das war eher so semi-galant exekutiert. Und auf der Top-Lane auf der Bottom-Lane sehen wir jetzt hier den Rigor eventuell, der Wanderer. Wandert unter den Tower. Pipovic übrigens mit 7 Last Hits gegenüber den 15 Last Hits von Titanter. Also da ist er jetzt deutlich abgefallen jetzt. Level 2 Anker Smash, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ja. Guck mal, wie tief der Abaddon divet. Völlig random, ohne Boots. Ja, sollte aufpassen. Ja, gut, so ist halt gerade eine leere Bottle. Ja. Kann ja nicht so viel machen. Aber ich weiß nicht, so viel gewonnen hat er davon nicht, weil er verpasst jetzt die gesamte XP oder einen Teil der XP, die er gerade in der Midline gehabt hätte. Ja. Kann jetzt natürlich die Minute 4 Rune sich sichern. Ja, das ja. Ja, Supporter haben sich nach dem Mitte-Gank, der nicht erfolgreich war, wieder entschieden, den Juggernaut unten zu supporten. Besser nicht unbedingt safe gegen den Kings. Ja. Kann nicht so. Also farmt aber sehr gut. Auf jeden Fall mehr Last Hits. Supporter. Ja, das sollte er auch haben. Kings sollte in der Lane nicht allzu. Vor allem der Kings muss ein bisschen aufpassen. Er sollte jetzt mit seinen Searing Arrows nicht so viel die Last Hitten und harassen, weil er keinen Mana für Skeleton Walk hat. Ja. Und das da braucht geht er halt mindestens. Zu großzügig um. Skryzer findet eine Bounty-Rune und füllt seine Bottle auf. Und sehr, sehr interessant, Level 3 Charge. Kein Level in Empowering Haste mitgenommen. Würdest du sagen, man muss es auf keinen Fall nicht mal ein Level mitnehmen? Ich habe jetzt persönlich nicht so die Erfahrung mit Vara, aber ich denke, ein Value Point ist schon drin. Ich denke auch, wenigstens einer. Aber er basht zumindest die Creeps für die Last Hits. Das scheint bei ihm zu funktionieren. Mal sehen. Legitime Strategie. Der Abaddon hat auf jeden Fall jetzt richtig Bock. Der geht jetzt für den Kill. Hat die Ulti ready. Wird auf jeden Fall jetzt Full AP gehealt werden, aber Skryzer juckt ihn da ganz gut. Schön gejuckt, ja. Ja. Boah, und hat er keinen Sprout? Ja, er hat keinen Sprout. Aber jetzt geht er rein. Jetzt kommt der Barer. Der Zug kommt angefahren. Ich weiß halt nicht. Da kommt die Ulti dazu. Das haben sie ziemlich gut gemacht, das Positioning da. Nice, das First Blood geht an Skryzer nach 5 Minuten und er wird wahrscheinlich down gehen, tatsächlich. Und Hans wird ebenfalls fallen gegen den Abaddon, ziemlich sicher, der hat so viel Slow, das wird reichen. Und mit einem letzten Mistcall kann er ihn finishen, den Double Kill bekommen und sich jetzt erstmal ganz gemütlich die Minute 6 Rune Bottom snacken, wenn er möchte. Genau darin. Das ist echt ein gefährlicher Held, also unter den Tower Diven sollte man den Abaddon vielleicht jetzt doch nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber immerhin First Blood hat sich das Team sichern können. Ja. Ich versuche auf Anglizismen verzichten. Ich habe euer Feedback erhalten. Auch wenn es manchmal schwerfällt in einem Spiel wie Dota 2. Rune der Hass auf dem Abaddon. Oh. Pipovic. Will er noch rauscharten? Ansage.
Okay. Wollen wir eigentlich noch was essen? Klingt eigentlich nach einer guten Idee. Okay, dann lass uns einfach nachher noch jemanden für uns Essen bestellen lassen. Also, wenn ihr auf der LAN-Seite zuguckt, Jens hat gerade gesagt, letzte Runde. Vorletzte Bestellrunde für Catering heute Abend. Dann erst wieder morgen früh. So, Ansage ist vorbei. Go. Alter, weiß nicht, wird der Pipovic noch bekommen? Ich glaube nicht. Er braucht zwei Hits dafür. Braucht zwei Hits, oder? Um ihn zu finishen. Er hat ja 79 Damage, ja, er braucht definitiv zwei Hits. Wenn nicht drei, und der Charge jetzt gerade. Er hat die Animation schon am Start. Ja. Er hat halt immer noch kein Sprout, dieser Nature's Prophet. Und er hat 3-0 Talismane. Was ist das für ein Meta, in dem wir spielen? Oder wo wir zuschauen? Ja, aber der Abaddon gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ja, macht Arbeit. Hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Ja, Ganks auf die Mitte sind lohnen sich einfach nicht auf den Abaddon. Ja, der überlebt halt, er kommt halt definitiv irgendwie noch zum eigenen Tower. Der Tidehunter fährt auch ziemlich gut. Ja. Mit Level 4 Anker Smash zerstört er halt Creep Waves im Nu. Ja, der Zeus hätte bessere Kontrolle über die Runen gebraucht. Ich denke, dann hätte er die Lane ja dominieren können. Ganks auf die Mitte wären gar nicht nötig gewesen. Ja, aber es ist schwierig, wenn man nur einen effektiven Support hat und der auch noch ein Ogre Merger ist. Ja. Kannst du halt keinen Supporter zum Unterstützen auf der Lane und zum Sichern der Runen abstellen. Aber das ist okay. Er hat keine Attack-Animation, dieser Wolfgang. Das ist sehr schade. Skryzer, weiß nicht, es ist halt so einfach, Skryzer jetzt zurückzudrängen. Theoretisch müsste der Abaddon nur einen Schritt nach vorne machen, ein paar Auto-Attacks rausbringen. Das Backup hat er auf jeden Fall von hinten. Und ja, meiner Meinung nach... eine Menge Druck aus mit ihrer Anwesenheit. Ja, also die AA sollte jetzt versuchen, ihr Level 6 zu finden. Das wäre ziemlich wichtig für sie. Ja, es wundert mich ein bisschen, dass die Dire Supports doch so gut gelevelt haben eigentlich. Ja. Also die aggressive Triple Lane hat sich wohl ausgezahlt. Und jetzt geht auf jeden Fall Bottom noch ein Gank. Da ist eine Bounty-Rune, die müssen sie sich nicht zwangsläufig gönnen. Wo roamen sie denn jetzt? Okay, sie roamen wieder irgendwo anders hin. Also da haben sie erstmal eine halbe Smoke dafür verbraucht, um auf einen Kurier mit Sentry Wards zu warten für den Gank auf der Bottom Lane. Ist die Frage, ob sie das noch rechtzeitig erreichen wollen. Die Ward ist auf jeden Fall schon ausgelaufen. Sie könnten das gegnerische Target aussuchen. Am besten wäre es wahrscheinlich der Nature's Prophet, aber sie wollen den Klings. Und da ist die Sentry. Steht da die Sentry? Ja, da hinten, aber er schon außerhalb der Range. Da müsste auf die zweite Sentry kommen. Oh, er kommt da mit 20 AP raus. Jetzt könnte der gleich nochmal gedreht werden. Hans geht sehr, sehr schnell down. Skryzer Ulti macht nicht so viel Schaden. Sie tauschen 1-1 und da ist der Nature's Prophet der wichtige. Okay, jetzt versuchen den Juggernaut zu bekommen. Skryzer macht das sehr, sehr schön. Aber was macht denn der Wolfgang nochmal? Warum ist der denn nochmal reingegangen? Der Skryzer kriegt jetzt den nächsten Kill mit seinem Zeus. Unglaublich viel damit gerade. Und Pipovic ist auch echt gut dabei. Und da ist die Ravage. Die ist Alex sehr nice, erwischt alles. Pipovic kommt wahrscheinlich gar nicht mehr ran. Sie verlieren auch noch. Verlieren sie den Zeus? Nein, Pipovic ist da ein bisschen isoliert. Hat er nochmal einen Charge? Er charged nochmal komplett durch. Auf einen Creep. Warum charge er von allen Sachen auf einen Creep? Skryzer komplett out of mana. Jetzt alles nochmal einen dicken Sticker rausbekommen. Aber dann Ulti gepostet. Der braucht auch nicht mehr weiter angreifen. Sollte sich nur versuchen, nochmal hochzubotteln. Aber da greifen zu viele Creeps an. Die Healings haben gerade nochmal gepoppt vom Titan. Vielleicht kriegen die den noch irgendwie down. Der Klings ist wieder drin im Ghostblock. Ein letzter Auto-Attack. Hans bekommt den Kill. Und Double-Kill für den Abaddon. Okay. Mit Mistcoil und dem Schildbrock. Jetzt muss er um sein Leben laufen, dieser Klings. Und einfach ein Ultra-Kill. Easy Mistcoil. Er kommt Kills da rein mit Skeleton Walk of Cooldown. Und Wanderer füttert. Wanderer füttert. Wanderer füttert. Aber dann hat einen Link-Dagger. Gerade Dagger-Lag. Er ist einfach gerade stehen geblieben. Ich hatte gerade auch einen Dagger-Lag. Oh mein Gott. Also ich habe keinen Lag gehabt, aber ich habe gesehen, wie andere geleckt haben. Oh, Wanderer. Wird er füttern? Ich weiß es nicht. Die Chancen stehen gut. Na, da haben sie jetzt auch mal das Proud parat. Und der Pipovic hat den Charge parat. Der geht da richtig durch. Blockt ihn da sehr, sehr gut in den Trees. In den Bäumen. Macht er ausgezeichnet. Naja, aber dann mit Blinkdagger. So wie, ja, wie wir uns das wünschen. Ja, Level 5 kam, Minute 5 kam der erste Kill. Aber jetzt geht's weiter und da kommt der Blinkdagger. Ja, blinkt männlich rein. Gleich mal gezeigt, wo hier der Weg lang führt. Wo
Und Pipovic prockt die Ulti vom Abaddon. Und er blinkt der gerade raus. Und boah, er muss da unglaublich aufpassen, der gute Wolle. Er weiß, dass da die Sentries stehen sollten, dass sich nicht zu tief reinwagen, selbst in Skeleton Walk. Ja. Unsichtbar, nicht gleich unbesiegbar. Nein, der AA-Ulti fliegt runter, die ist sehr, sehr nice. Wenn da jetzt noch ein Follow-up gewesen wäre, eventuell vom Juggernaut. Aber der hat eh keinen Mana für Ulti. In der Mitte wird versuchen, Hans ein bisschen Druck zu machen. Mit seinen 3-0 Talisman. Er macht auf jeden Fall, er hat einen guten Auto-Attack Damage. Über 100 Schaden mit diesen 3 Nullis und dem Mantle of Intelligence. Ja. Der Titan-Teil ist hier gerade in dem Game nicht adressiert. Also der hat jetzt auch 12. Ja. Minute 1900 Gold Arcane Boots und Ring of Basilus. Ja, den er auch ruhig mal anmachen könnte, wenn er einen Tower pusht. Ist aber echt interessant, er wartet quasi nur eine Aktion und auf der Bottomlane haben wir wieder einen Kill gesehen, den habe ich leider verpasst. Da kommt ein TP und die Autotex sind da. Und jetzt, nee, keine Autotex, ein Sprout. Sehr nice gespielt, er frisst sich da mit dem Tango durch, aber das reicht mit den letzten Ticks vom Ignite des Ogre Magis. Also letztendlich 2 gegen 1 getauscht, den gegnerischen beide Carries lassen ihr Leben, dazu noch ein Supporter von dem ESV Geistling auf der Toplane. Wollen sie jetzt irgendwie diesen Titan-Hunter angehen? Da kommt Charge durch. Die Ulti ebenfalls. Können sie den Stun gut stacken? Das machen sie gut. Oh, da kommt auch nochmal Bash dazu. Der Wanderer bekommt den Double-Kill. Einmal unten mit Ignite und einmal hochtippet mit einem Stun. So stellt man sich das vor. Ja, der Mid-Tower kriegt dafür aber signifikanten Schaden. Radiance. Ja, der wird auch wahrscheinlich fallen, ja. Wenn der Klingstar jetzt nicht den zicken Deny rausbekommt. Er ist etwas zu groß mit seinem Skeleton Walk. Ja, das war eher das Problem. Warum er da vorher Skeleton Walk casten und das hätte ihn auch gut sein Leben kosten können. Ja. Da fliegt jetzt eine AA-Ulti durch, die wird sowas von zerbersten. Da müssen die jetzt eigentlich weggehen. Wer der zerberstet? Weiß nicht. Wenn er jetzt einen Juggernaut rein tippet. Oder ein Abaddon rein daggert. Also ein Abaddon kommt natürlich auch schon mal angedaggert. Der Juggernaut pusht lieber auf der Bottomlane. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Und dieser Abaddon, der hat einfach richtig Bock. Da kommt der Gush raus auf den Wanderer. Ich weiß nicht, ob er da noch irgendwie rauskommt. Ein letztes Mistcoil eventuell, um das zu finishen. Level 4. Das reicht. Sehr nice gespielt. Ja, was Hans Blies macht, fühlt sich irgendwie sehr ineffektiv an. Also, ja, sie kriegen Kills und ja, der Top Tower hat jetzt... Sie haben halt nicht mal den Top Tower daraus bekommen, obwohl sie 4 Helden da committed haben. Der Juggernaut hat in der Zeit gefarmt. Tide ist zwar jetzt nochmal etwas weiter von seinem Dagger entfernt gewesen, das ist aber jetzt schon wieder aufgeholt. Der hat den ready, ja. Ja. Boah, und die haben schon wieder richtig Bock, Alter. Skryzer ist da das Ziel dieses Angriffes. Pipovic frisst die Ulti der AA. Und diese Level 4 Mistcoil macht halt echt viel, viel mehr, als ich mir vorgestellt hätte. Ja. Das ist beeindruckend. Jetzt ist die Ulti geprockt. Ja, sie gehen da einer nach dem anderen rein. Deckert da nochmal hinterher. Er wird den Kill auch definitiv bekommen. Aber es könnte sein, dass er da sein Leben verlässt. Hat kein Mana mehr finished. Und ein letzter Auto-Tag, ja. Das ist auch Nature's Prophet, der gerade einen Wicked Six Streak bekommen hat. Das ist schon ziemlich viel, allerdings muss er jetzt definitiv irgendwie juken, weil... Oh. Oh mein Gott, lauf um dein Leben. Ach. Also, ganz ehrlich, ich blame hier den Ping. Der Persian fällt gegen einen Tower. Und auf der Top-Lane geht es weiter. Wolle versucht damit den Auto-Tags und Strafe irgendwie einen Level 11 Tide-Hunter zu töten, der mit 8 Armor da steht, also... War nicht so erfolgreich. Kriegt den Tower deny. Immerhin, der zweite Tower, den er schon denied hat. Jetzt wird er allerdings komplett gegoat. Und das fand ich eine ziemlich gute... das war eine Ravage, die man schon mal so investieren kann. Ja. Pause into top go. Okay. Also er ist da etwas angefressen, der Wolle. Ja, das Game macht mir nicht so Spaß. Ja, aber das kann ich verstehen. Also es ist schon schwer mit Lag zu spielen und dann auch noch so ein Hero zu haben, der einfach in diesem Stadium des Spiels noch gar keinen Impact hat und auch ein unglaublich schweres Laning hinter sich hatte. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Klings noch ins Game finden wird. Ja, er braucht da einfach zu viel, weil was hat er jetzt? Einmal gar nichts. Er hat eventuell eine Midas bauen, um aufzuholen, aber das kann eigentlich nicht das effektive Ziel sein. Ja. Ich bin auch nicht so einverstanden mit der angestrebten Item Choice vom Nature's Prophet. Also er baut hier ein Orchid. Ja. Ist nicht so effektiv, sofern es nicht auf dem Abaddon gecastet ist. Und ja, also Dire hat hier eigentlich viel zu viele gefährliche Helden, auf die ein Orchid ziemlich wertvoll wäre. Aber der Abaddon ist irgendwie da so der Puffer dazwischen mit seinem Dagger.
ist vor allem auch für gutes Positioning gesorgt, ja. Sodass er das Orchid, wann immer es geht, dispellen kann. Ja, das macht. Ist ein bisschen bitter. Da wäre vielleicht eventuell dieser Blade Mail Build etwas besser. Ja, oder ja, ein Maelstrom. Ja, Maelstrom, um besser zu farmen. Selbst ein Shadowblade wäre wahrscheinlich nicht zu verachten. Obwohl, wenn man schon einen Skeleton, einen Invis Hero im Team hat, dann muss man nicht zwangsläufig noch mehr Invis Items forcen. Pipovic findet auf der Toplane, baut übrigens einen Armlet, was ich sehr nice finde. Pickt Skryzer hier die DD-Rune weg, aber das ist okay, wenn sie ja eventuell oben irgendwie ein Go finden könnten oder irgendwie Vision hätten auf einen der gegnerischen Helden, aber wir sehen ja auch im Fog of War, da ist überhaupt nichts zu sehen für Hans Please. Ja. Die sehen nur, dass oben quasi der Abaddon ist und der Rest könnte sich irgendwo verstecken, wenn wir jetzt den Fog of War mal wieder ausmachen. Beziehungsweise komplett anmachen, wenn das möglich ist, ja. Ist halt einfach eine ziemlich schwierige Situation jetzt, da ein Go zu finden und die DD-Rune richtig zu bewerten, um irgendwie wieder ins Spiel zu kommen. Lass mir das für links. Ja, versucht hier zu farmen, was geht. Das denke ich auch die vernünftige Entscheidung. Ja, also hat die Milas jetzt Minute 15 oder so bekommen gehabt, denke ich. Ja. Ist aber halt wirklich, also für den Safe-Laner, auch wenn es nur eine Dual-Lane war, bisschen schwierig. Sie müssen halt echt auf den Einfluss des Nature's Prophets hoffen. Ja. Was anderes. Das Game ist für den Klings ziemlich schnell außer Kontrolle geraten. Ja. Kann da jetzt einfach keinen Fuß fassen. Ja, es war eine schwierige Kombination. Also hat halt auch leider, was du schon angesprochen hast, diese Entscheidung auf den Skeleton Walk zu casten. Hat ihm oft das Leben gekostet oder es ist einfach sehr, sehr knapp gemacht. Ja. War da sehr großzügig damit. Geht auch auf ein Orchid. Anscheinend. Hat jetzt ja. Zwei Sages Mask. Zwei Orchids. Sind besser als eins. Armlet vom Spiritbreaker, habe ich schon gesagt, feiere ich. Finde ich gut. Denke, gibt dem Hero auf jeden Fall die Rolle, die er in diesem Game haben muss. Des übertriebenen Bosses. Genau. In der Mitte stehen, alles wegtanken, ein bisschen Damage raushauen. Und vor allem den Fokus ein bisschen auf sich lenken, während der Nature's Prophet hinten steht und ein bisschen Damage raushaut. Das gleiche gilt für den Klings. Ja. Und vor allem der Zeus. Ja, ja, genau. Der Zeus ist gerade so der Main Damage Output. Vielleicht mit dem Amulet auf dem Spirit Breaker. Ich würde es gerne jetzt mal in Aktion sehen. Ja. Sie haben jetzt theoretisch die Vision auf den Abaddon. Ja, den wollen sie im besten Fall eigentlich nicht goen. Lieber einen Supporter. Nee, das muss nicht unbedingt sein. Und sie sehen jetzt. Wir sehen jetzt Bottomlane einen Go auf den Tidehunter. Und den werden sie auch höchstwahrscheinlich bekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Ein paar letzte Objekte. Ravage ist da. Und er verschwindet im Fog of War. Sie haben jetzt keine Ahnung, wo er ist. Sie müssen irgendwie versuchen zu chasen. Die Ulti kommt raus. Aber er versucht sich da rauszustehen und schafft das auch noch mit ein paar wenigen HP. Ich würde gerne mal den Fog of War wieder ausmachen, wenn das irgendwie möglich wäre. F1? F1 ist bei mir Goldgraf. Ich werde es gleich machen, wenn das Clash vorbei ist. Aber Abaddon kommt nochmal rein, um ein bisschen aufzuräumen. Das macht er natürlich mit Vergnügen. Ist jetzt hier komplett ausgesperrt, hat keine Sicht auf was passiert. Das ist halt auch, diese Bäume sind unglaublich wertvoll in dieser Situation. Versucht da hinterher zu daggern. Gönnt sich wahrscheinlich noch den Skryzer. People charge da vorbei. Die Ancient Apparition ist down gegangen. Skryzer versucht da in den Bäumen zu juken. Hans, Alter, was war das für ein... Was war das? Er pockt da die Ulti, einen letzten Mistcoil und er daggert da jetzt raus. Nice, 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 nice. Sehr schön gespielt. Und das gibt mir jetzt mal die Zeit, ganz schnell meine Optionen umzustellen. Meine Hotkeys für Fog of War. So, da sehen wir wieder alles. Entschuldigung dafür. Juggernaut wird jetzt auf der Bottomlane angegangen. Wenn Pipovic jetzt Bash trifft, das wäre absolut Gold. Könnte da Regon? Hielt sich jetzt erstmal hoch. Okay. Ja. Aber dann übrigens mit 3400 Gold unterwegs. Daggert jetzt hier einfach auf den Wanderer drauf. Wird das ein Radiance Abaddon? Ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Ich weiß nicht mal, ob ich es so schlecht finden würde. Ja, hilft ihm auf jeden Fall nochmal beim Farmen, ne? Und ja. Guten Damage. Und er steht halt eh so unglaublich stark drin. Und er spielt halt auch diesen Spielstil des viel hinterher Chasens. Da kann man das schon mal machen. Ja. Und jetzt geht er auch. Das tut weh.
Ja, Juggernaut schon mit dem Aghanim Step dann. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig dickes Item, das er sich da gönnen kann. Nimmt da keine Rücksicht. Jetzt werden sie Richtung Mitte rotieren. Sie haben, glaube ich, keine Smoke dabei. Die wäre jetzt in diesem Moment richtig wertvoll. Aber sie teilen sich auch wieder auf. Der AA hat keine Boots. Boots sind auch... overrated. Ja. Bei der Global Threat. Dann ist ja gar nicht ein Global Threat. Der Gegner haben es ja versucht. Hans Priest hat es versucht. Wer braucht schon Boots? Wenn man killen kann. Ja. Wo, was soll man weglaufen, wenn man alles umbringt? So, da wird wunderschön gesplitpusht. Ja, also... Woll hat sich auf jeden Fall auf die Türme spezialisiert. Zwar hat er schon die Knight, einer hat jetzt gelastet. Aber er wird wahrscheinlich gezwungen sein, zurück zum eigenen Team zu rotieren. Was anderes bleibt ja eigentlich nicht übrig, jetzt werden sie diesen Tower aufgeben. Obwohl Ravage auch wieder da ist, also... Es wird schwierig, diesen Tower zu verteidigen. Ja, die Healing Ward macht da sehr viel Arbeit, sie haben da keine wirklich effektiven Tools dagegen. Ja. Das ist tatsächlich ein Radiance Abaddon. Das Sacred Relic ist schon da, die Ulti ist geprockt. Ja, und die ist da sehr schnell ausgelaufen, auch schön rausgedaggert. Also, das Timing hat er auf jeden Fall drauf, da wie er da spielen muss. Dass er es raus. Wir sehen auf der Top Lane. Wolle geht Invis, keine Detection da. Und jetzt werden sie irgendwie noch versuchen, die Vengeful Spirit zu bekommen. Aber Skryzer kommt da höchstwahrscheinlich nicht hinterher. Er sollte da auch nicht weiter chasen, sondern sich zurückziehen. Er macht es auf jeden Fall sehr, sehr nice, die Ulti rauszuholen, um dann zu. Sozusagen herauszufordern, dass ihn keiner mehr angreift und dann diese 3 Sekunden auszunutzen, um rauszudaggern. Hans mit einem sehr, sehr optimistischen DP, wenn ich das mal so nennen darf. Der Orchid Proc wird ihn auf jeden Fall töten, aber das war sehr viel, aber es war es definitiv nicht wert. Nein, in T1 Tower, oh mein Gott, ist dieser Pipovic männlich. Ja, ich weiß nicht, ob man das hätte machen können. Oh. Da wird nochmal. Die Koka ist da rumgefummelt, wie sie das auf einer Laden gehört. Ja. Pipovic wieder am Chargen, geht jetzt in Richtung Toplane, wird eventuell den Abaddon entdecken, aber der... Ja, sie haben auch wirklich ein... Sie wurden sehr, sehr defensiv, die Jungs von Hans Priest. Versuchen den eigenen Wald ein bisschen zu sichern. Skryzer muss aufpassen, ist tot, keine Chance. Oder Blinkdagger in 3 Sekunden. Der Stun ist da. Sieht gefährlich aus. In einer Sekunde. Skryzer muss juken. Wird es aber wahrscheinlich nicht schaffen. Down. Da ist das Radiance gleich ab. Ja. Da tippt er mal schnell noch auf die Toplane. Ja, Hans Fies hat ja außer dem Prophet keine Möglichkeit, wirklich effektiv die Map zu farmen für Items, ja, die ihn noch das Game retten könnten, glaube ich. Also es wird hart. Sehr vor allem denke ich auch nicht, dass hier die Orchids eine gute Item-Choice sind. Was würdest du eher ansteuern? Ja, auf dem Prophet eher Items, die den Farm beschleunigen, sowas wie Maelstrom, die vielleicht den Splitbush beschleunigen, Necronomicon danach. Okay. Ja, Klings braucht eher rohen Damage, denke ich. Hat auf jeden Fall Lust hier, der Wanderer. Aber das verrät natürlich, dass dann Klings irgendwo in der Nähe ist, sonst hätten sie das nicht so herausfinden können. Die AA-Ulti ist schon mal platziert, ist auch, glaube ich, ganz anständig, hat getroffen. Zumindest der Debuff ist auf 4 Volt drauf, der wird auch down gehen, der Wanderer muss das alles alleine tanken. Sehr, sehr schön gespielt. Der Wanderer wird versuchen, seinen Kill rauszuholen, macht er auch sehr gut. Der Dust ist allerdings trotzdem noch gepoppt worden, hat die Revenge gut gemacht. Im richtigen Moment nochmal die Reaktion gehabt und alles gemacht, was sie machen konnte, bevor sie gestorben ist. Jetzt versuchen sie da die Flucht nach vorne vom Tidehunter, aber Skryzer räumt da ganz anständig auf. Besser als gedacht, sie müssen die Healing Ward fokussen, die Healing Ward, nichts anderes. Dann wird auch der Juggernaut down gehen. Hans da mit absolut guten Sprouts diesmal dabei. Wo es ja vorher ein bisschen gemangelt hatte. Und wer hätte es gedacht, sie bekommen 4 Leute. Ja. Oder, ja. Zu viel Leute. Damage. Und die Bounty-Rune secured. Ja, war vielleicht ein bisschen zu motiviert, die Ravage für den Spirit Breaker zu committen. Ja. Den sie im Endeffekt gebracht hat. Der Zeus hat schon wieder sehr abartigen Schaden rausbekommen im Clash. Ja. Wird nahezu nicht adressiert. Aber trotzdem nicht allzu viel Farmen. Also zum Vorstuff nur 1500 Gold extra. Ja, ESVG könnte es jetzt auch einfach farmend runterspielen. Also sie können viel effektiver die ganze Map verwerten. Tidehunter ist auch nicht so weit entfernt von seinem Refresher. Ich glaube, der Oblivion Staff in der Base von der Dire ist von ihm. Ja. Hat es bald ready. Ja, also... Da müssen sie sich nur noch um den Zeus kümmern. Vor allem XP-mäßig hat
haben die Jungs von vom ESV Geislingen einen deutlichen Vorteil. Oh, da sehe ich hier einen Charge. Aber es ist eher ein defensiver Charge, der den Abaddon zurückdrängen soll. Der wird aber gleich wahrscheinlich nochmal hinterherdeckern. Ja, tut er auch. Versucht er den Zeus zu bekommen, aber das ist vielleicht sogar ein bisschen... Ja, jetzt müssten sie ihn einmal angreifen, damit er nicht daggern kann. Und dann werden sie den Kill höchstwahrscheinlich auch bekommen. Hat er jetzt nochmal den Ulti, der Pipovic. Er kann ihn nochmal chargen und der Kill ist da und das ist sehr, sehr wichtig. Pipovic wird eventuell gegen die AA-Ulti fallen. Das wissen wir nicht genau. Er hat TP zurück in die Base, die richtige Entscheidung. Und wenn sie da jetzt nochmal mit einem Stun rankommen, aber der Wanderer ist zu langsam und zu dick. Schade. Dieser Ogre. AA hat mittlerweile Boots. Wollte ich gerade sagen. Ich hab sie auch angewählt und dachte, wow. 1-6-6, AA. Ja, kein optimales Spiel für mich. Für sie. Aber der Juggernaut ist halt schon ziemlich dick. Baut jetzt noch ein Diffusal Blade. Wird jetzt eventuell Bottom angegangen. Also sie haben da Lust, so wie das aussieht. Ist gecharged. Aber Hans tippt da sehr früh rein. Ja. Läuft nicht aus der Blade Fury Range raus. Aber immerhin, weiß nicht, vielleicht können Barak sie da den Chase baiten. Ja, das macht sie sehr gut. Jetzt kommt allerdings die Ulti durch. Oh mein Gott, wie zerstört. Sie haben keinen Mecker, um das irgendwie zu counter. Die Autodecks gehen raus. Pipovic wird irgendwie versuchen, den Kills rauszuholen, aber dann kritzen einfach zu stark vom Juggernaut. Jetzt muss Klink sich irgendwie mit diesem Juggernaut anlegen und das wird eventuell erschaffen. Ein, zwei Autodecks und das reicht. Jetzt muss er endlich gehen, nicht in den gegnerischen Tower-Wolle. Und Refresher Orb ist da. Oh, Ravage. Oh, und kriegt den nicht. Ja. Oh mein Gott. Committed deine zweite Ravage. Oh, da weiß ich, wie die Reaktion auf Seiten. Da kommt die Krause raus. Aber ich habe auch gerade Wolle aufstehen sehen. Für die Fans. Okay. Ja, also da hätte der Titan da auch deutlich schneller reagieren können, meiner Meinung nach. Ja. Einige Ping-Probleme. Wie sieht's pingmäßig aus? Grausam. Also keiner unter 100 Ping. Nein. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit den Admins reden. Ob wir da nicht vielleicht irgendwas regeln können, das wäre ganz schön. Weil theoretisch könnten wir eine lokale Lobby auch hosten. Das Problem wäre dann, dass aber die Games dann im Dota TV zwar verfügbar sind, aber die Replays nicht gespeichert werden. Okay. Und das ist das Problem. Schauen wir mal. Oh, er wird da. Sehr, sehr schöner Charge. Sehr, sehr schönes Sprout. Jetzt müssen sie die Ulti erwarten. Schöner Bär. Allerdings trotzdem angreifen. Sonst deckert er raus. Aber das haben sie noch nicht ganz begriffen. Dieses. Das. Ja, das ist natürlich jetzt der Counter. Kann er nicht mittlerweile mit dem neuen Change auch rausdeckern? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so viel Damage. Aber sie sind alle ziemlich low. Trotzdem kommen sie da weg. Okay, der wird wahrscheinlich gegen das Ignite down gehen. Aber trotzdem verlieren sie hier vier Leute. Oh, Fugger kriegt einen Kill. Ja, und Skryzer ist da alleine. Es ist nicht mittlerweile so, dass wenn der Hit, der ankommt, keinen Damage macht, der Dagger nicht disabled wird? Also müsste doch bei Ulti genauso funktionieren. Kann sein, ja. Bei TA funktioniert es ja auf jeden Fall mit der Refraction. Ja, das stimmt. Da sprichst du einen guten Punkt an. Aber sie könnten ein Disable oder ähnliches raushauen. Ja. Um ihn wenigstens daran zu hindern. Ja, aber das wird jetzt wahrscheinlich in einem T2-Tower für die Jungs von ESV Geislingen enden. Wir haben noch eine Glyph, die wird auch rausgehauen dafür. Der Abaddon ist oben, das wissen sie jetzt allerdings gerade nicht. Und Skryzer ist in der Mitte, hätte den TP, um reinzugehen, aber letztendlich scheint es nicht so, als wollen sie da diesen Tower verteidigen. Blade Fury ist auch schon wieder online für den Juggernaut. Das heißt, sobald da jemand reingeht und die Creepwave zerstört wurde, könnte er wieder mit einer Blade Fury das gegnerische Team vernichten. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir nach dem Game noch eins casten. Weil morgen steht ja noch einiges an. Ja. Das ist jetzt gerade noch die Frage der Regie. Ich weiß auch nicht, was die Uhrzeit sagt. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Es ist gleich 2 Uhr. Ja, also ich weiß nicht genau, ob wir danach noch ein Game casten. Ich hätte, glaube ich, für heute genug. Und morgen ist ja auch noch ein Tag mit vielen Games. Schaut euch an Claudia. Schaut an Claudia. Was sagst du dazu noch, René? Ja, machen wir das noch und dann... Das ist der Plan. Machen wir es morgen weiter. Machen wir morgen weiter.
Und jetzt haben wir einen Roshan gelegt. Einiges für den Juggernaut. Obwohl der eigentlich auch fast nicht fällt. Also sehr tanky durch das Agam. Ist auch viel unterwegs. Durch das Blade Fury kann da viel Damage rausnehmen. Ravage committed. Auf jeden Fall richtiger Hass. Wäre definitiv nicht möglich, nötig gewesen, meiner Meinung nach. Zusammen mit dem Diffusal Plate hätte der Slow auf jeden Fall gereicht, aber ja. Diesmal wollte er sicher machen, dass er den Kill bekommt. Dieses Mal. Ohne zwei Ravages. Ja. Man hat auch gleich refreshed, also für den nächsten Fight ist auch die Ravage da. Gucken wir mal den Buyback-Status an. Der Klings hat keinen Buyback. Das heißt, die haben jetzt 40 Sekunden Zeit, auch ohne Glyphe diesen Tower zu vernichten. Der Klings wird natürlich ganz gut counterpushen können, auch eine Ulti vom Nature's Prophet fliegt durch. Aber ich die Healing Ward. Diese Healing Ward ist halt echt super gut. Wo ist der Bash? 4 jetzt in Folge, kein Bash. Oder 3. Ist sehr schade. Das wäre in dem Moment Cash gewesen, wenn sie am wenigsten schnell das Eiges hätten verbrauchen können. Ja, aber sie haben keinen wirklich effektiven Disable gegen den Juggernaut. Ja. Also vor allem nicht, wenn er eine Blade Fury ist, aber ein Bash war ihnen anscheinend nicht vergönnt. Schauen wir mal, was als nächstes passiert. Ich denke, sie werden jetzt... Der Klink ist zwar wieder da. Prophet sieht auf die Top-Lane. Oh, springt rein. Oh mein Gott. Ja, er geht mit der Blade Fury durch, bekommt den Kill auf den Spirit Breaker. Skies haut alles raus, was er hat. Hat aber keinen Force-Stuff mehr bereit, also er wird sehr, sehr wahrscheinlich down gehen. Der Wanderer kann auch nochmal eigentlich nur mittanken. Vielleicht nochmal einen Stun raushauen. Schafft er nicht mehr. Der Buyback kommt auch raus. Hans, please übrigens. Hans ist dann währenddessen auf die Top-Lane. TP hat dann 20 Sekunden kein TP mehr, um in den Fight reinzukommen, was ein bisschen unglücklich war. Und da das kommt die Ravage. Ja, das ist die zweite Ravage, von der wir gesprochen haben. Da kommt ein TP rein vom Wanderer, aber das ist wahrscheinlich nur ein wenig die Last Man's Training und es wird der wahrscheinlich die Rampage werden für den Abaddon. Je nachdem, wie nett sie sind, ob sie ihm die Ravage geben. Ja. Sieht nicht so aus. Muss ja nicht sein. Aber damit ist fast. Damit sind eigentlich alle von dem Team down gegangen. Klings wird nochmal einen Kill abholen können. Allerdings wieder ohne Skeleton Walk. Also das sind eher so Verzweiflungstaten. Das wird jetzt sehr, sehr schnell in einem GG enden. People will charge nochmal rein wie ein Mann. Hat nochmal Lust. Oh, gecancelt. Oh. Ja, damit hat er wohl nicht gerechnet. Ja, oh. So kann Rego. Das gehen. Wow, da ist er auf jeden Fall richtig sauer. Ja, wir warten eigentlich nur auf den GG-Call. Theoretisch könnten sie noch Bottom Racks holen, aber ich sehe da jetzt keine Chance mehr. Sandler fragt, ob das nächste Spiel auch gecastet werden soll. Wahrscheinlich nicht. Und es ist schon ein wenig spät. Und auch wir möchten noch etwas Dota-Lan genießen. Ja. Und unsere Kehlen schonen. Unsere Kehlen schonen für morgen und für übermorgen. Denn es geht immer weiter, Freunde. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. So schnell lassen wir euch nicht alleine. Also es wartet noch ein Wochenende voller Dota auf uns. Hat hier eigentlich mittlerweile Aga? Nein, hat sie nicht. Aber Hans wird wahrscheinlich trotzdem shattern gegen Radiant. Ja, aber doch. Ja. Und da ist er nochmal mit der Ravage drin, der Junge. Der Abaddon ist außer Kontrolle geraten. Aber richtig außer Kontrolle. Uiuiui. Und jetzt ist er auf einmal tot. Und wird der Tidehunter das gleiche nochmal machen können? Nee. Er weiß doch jetzt eigentlich, wie es geht. Er muss es baiten. Oh mein Gott, Dorwich ist richtig sauer, Mann. Der kann einfach überhaupt nichts machen. Wird die ganze Zeit gekitet von Swaps und Stunts. Und jetzt läuft er auch noch daneben. Alter, entweder ist er voll breit oder hat voll einen Ping. So langsam wieder Charge. Aber das ist okay. Glaub, auch der Mann einige füttert einige noch mit der Vision. Und der Abaddon verprügelt einfach ganz alleine die T4 Tower. Wie ein Boss. Wie ein Boss. Ja, es ist halt echt interessant. Wer hätte gedacht, dass ein Mitte-Abaddon das gesamte Game fast alleine carryen kann. Guck dir das mal an. Guck dir das einfach mal an. Wie der durchläuft. Wenn da jetzt noch eine AA-Ulti kommen würde oder so, aber die hat, möchte sie nicht benutzen, die Ulti. Guck, selber keinen Dagger, wenn die Ulti drauf ist. Ja, wenn sie hitten. Du hast recht. Das ist auch eigentlich krass. Ja, es ist...
Das macht ihn eigentlich mit Dagger fast unmöglich zu denken. Die Ulti. Vielleicht können sie diesmal bekommen. Das Orchid wäre jetzt mal eine richtige gute Möglichkeit von Hans, um ihn. Ja, das Orchid ist da, aber kann trotzdem mal raus. Der ganze Pipovic muss aufpassen. Sonst entscheidet sich der Abban, sich nochmal umzudrehen, ein bisschen Schellen zu verteilen. 10 Sekunden ist die Ulti wieder ready. Ja. Und den Wanderer wird er wahrscheinlich auch so bekommen. Mit einem Mistkeil. Ja. 3, 2, 1. Das wird er auch. Oh, ist das knapp. Das ist so Gott, das ist so bitter. Das ist so bitter. Das tut mir wirklich ein bisschen leid. Wenn sie da den Cooldown hätten sehen können, dann würden sie sich ein bisschen mehr ärgern und ein bisschen mehr schreien, ein bisschen mehr pausen. Ja, schreien und pausen ist eigentlich ganz. Ja, ne? Pipovic entscheidet sich nochmal um. Möchte doch nicht nochmal rein. Tja, ja. Was tut der Wanderer nun? Er versucht mal den Kill zu bekommen, aber schafft ihn. Oh, immerhin. Der Zeus ist noch da, hat noch eine Ulti. Pipovic charge auch nochmal richtig durch. Hat er nochmal eine Ulti? Nee, ist auf Cooldown. Hat auch, er hat immerhin einen Herbert, das er benutzen kann. Der Juggernaut slasht sich einfach durch die gesamten Creeps und Gegner durch. Zwei Leute sind noch am Start. Skryzer wird nochmal down gehen. Wanderer wird wahrscheinlich auch nochmal down gehen. Da ist die Ulti gepackt. Ein paar Auto-Attacks rausbringen. Ja. GG. Und ein Mistcoil. Er überlegt es. GG ist gecallt. GG callen wir auch. GG will pay. Good luck further. Der Ritter kann nicht sterben. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja. Nochmal zum Abschluss ein einseitiges Game. Ja. Wir hatten also heute ein einseitiges, ein super cooles, entspanntes Game. Ein unerwartetes. Und noch ein einseitiges. Ja. Aber mit einem Abaddon. Ja, mit einem Abaddon, der alles zersägt. Und einem Klings Random. Beim Klings Random, der fast so random gespielt hat, wie er gerandomt wurde. Ja, naja, aber muss auch sagen, dem Laning hat er halt keinen Stich gesehen. Ja. Nicht mit einem Ogre Magi Support, mit einem Jungle and Nature's Prophet. Ja. Da hat man keine Chance. Man keine Chance. Okay, das war's für heute. Es ist 2 Uhr morgens und es sind anscheinend, wie viele Leute sind wir denn noch da? Regie. 323 Leute. Ihr seid echt crazy. Ihr seid ziemlich crazy. Weil ihr so crazy seid. Alter, was ist das? Oh mein Gott, wenn man das irgendwie auf den Stream einbinden könnte. Das ist so geil. Doch, du musst die antifaschistische Aktion. Ja, schick mir das mal irgendwie mit Steam und dann schick ich's. So. Warte, das muss ich euch noch ganz kurz zum Gemüte führen. Ich das mal irgendwie aufmachen kann. Ich kopiere es mir raus. So. Jetzt können wir mal ganz kurz die antifaschistische Aktion. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Dafür gehen Leute auf die Straße. Ja. Ja. So läuft das. Sie schreien auch immer bei den Demonstrationen, glaube ich, immer Alerta, Alerta, Antifaschista. Und zünden dabei Mülltonnen an. So viel dazu. Antifaschistische Aktion. Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. 323 heute. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, erster Tag unter 100 und dann so bis zum. Dass es sich auf die 300 steigert. So. Ja, bis zum Grand Finals. Und ihr habt einfach mal am ersten Tag 350 Leute oder so im Peak drauf gehabt. Für den Stream, der einfach mal 50 Likes oder so am Anfang hatte. Finde ich richtig geil. Macht Bock auf mehr und zeigt auch, dass ich hier den Aufwand, den sich einige Leute machen, nicht zuletzt die zwei Typen, die hier rechts neben mir sitzen, die Softboxen bereitstellen. Irgendwann, weiß nicht, müssen wir mal im Stream ein Walkaround machen, was hier alles an Equipment steht und was die Jungs da investiert haben, was sie an Zeit investiert haben, an Technik, an Motivation, das alles unentgeltlich. Ist auf jeden Fall richtig fett und nur deswegen sitzen wir jetzt hier in Need for Seed Stühlen, fühlen uns wie Babos und haben Zeit und haben irgendwelche krassen Regieanweisungen im Ohr und Overlays und Mikrofone werden uns umgeschnallt und also das ist auf jeden Fall noch in die geil. Maske. Wir kommen noch in die Maske, damit wir nicht so durchaus sehen. Ja. Funktioniert glaube ich nicht so gut, also bei dir nicht. Ich sehe immer durchaus, das ist meine Maske. Ja, macht Bock auf mehr, finde ich cool. Auf jeden Fall liken und abonnieren. Wann geht's morgen weiter? Um 15 Uhr, wenn ich richtig informiert bin, oder?
ja, 15 Uhr ist ungefähr angesetzt. Denke ich dann so 14:30 wird das Stream live gehen. Wir gucken mal, was dann da ist. Da sollten die Gruppenmatches alle gespielt sein. Wir werden dann mal in die Upper Brackets und die Lower Brackets gucken. Also es ist dieses Mal Double Elimination, kein Achtelfinale, Viertelfinale normal wie sonst, sondern Double Elimination Bracket. Und da werden wir uns einfach mal die besten Spiele raussuchen. Das sind dann alles Best of Threes. Die werden wir dann casten und ja, was gibt's noch zu sagen? Shoutout an unsere Sponsoren. Razer, SteelSeries, Plantronics, unseren Unterstützer Red Bull, Need for Seed natürlich für die Stühle, Unity Media fürs Internet und, habe ich irgendwas vergessen? Gate Protect für die Firewall und Shoutout an die beiden Technik-Jungs, Shoutout an Jens fürs Organisieren, Shoutout an René fürs Existieren, fürs Dasein und mit mir zusammen spitten. Kann ich nur zurückgeben. Also freut mich sehr, dass ich jemanden gefunden habe, der dumm genug ist, sich stundenlang mit mir hinzusetzen und anzusehen, wie ein Klings vergewaltigt wird. Finde ich korrekt. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Auf jeden Fall Dotaland Kassel liken. Fastcast auf Facebook liken. Dorfvolk Maaßen liken. Twitch.tv/ungetüm. Auch unbedingt liken, das ist René. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, morgen um 15 Uhr wieder. Wir machen noch ein bisschen Werbung. Da haben wir dann auch, also der Stream wird ein bisschen eher online gehen. Wir haben dann noch ein bisschen Content. Weil parallel dazu, während die hier gerade noch unsere Overlays machen und uns die Mikrofone anmachen und was weiß ich, machen die auch an, nehmen noch Videos auf, Interviews, schneiden die alle und dann haben wir noch irgendwelche Highlight-Videos vom letzten Tag und so ein Zeug. Also es ist echt, lohnt sich reinzuschauen, um auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Nicht nur die Games, nicht nur die zwei Fratzen, die euch da was kommentieren und die paar Leute, die da hinten besoffen im Hintergrund grölen. Und da ist noch einiges mehr. Das wird euch dann auch per Videoform auf YouTube und auf Twitch wieder erreichen. Ich hoffe, da seid ihr dann auch mit dabei. Und sonst bleibt es euch noch einen schönen Abend, gute Nacht zu wünschen. Bei uns geht es noch ein bisschen weiter. Ja, ein bisschen machen wir noch. Aber nicht mit Carsten. Haut rein, bleibt sauber. Wir sehen uns morgen. Danke, dass ihr dabei wart.